Das ist nur für dich. Oh oh, jetzt habe ich das Ding voll in der Fresse gekriegt. Uah. Dominik. Hallo, wollt ihr noch jemand? Spooky Horse. Oh, scheiße, nee. Zeig. Kann ich euch nicht zeigen. Dann seid ihr alle richtig enttäuscht. Alter. Ja, Mann, hier spookt das schon die ganze Zeit. Selbst schon die ganze Zeit, Alter. Alter. Beste Grüße gehen raus an Mutti. Alter, Schreckneuwey. Aber Alter, die Tür bewegt sich. Domini Patri. Ja. Nimm die Hand aus Arsch. Was? Okay. Moin. Neuer Tag, neues Glück, neue Location. Mal gucken, was passiert. Neue Lost Place. Oh, bin mal gespannt. Ich auch. Ja, eigentlich wollten wir René mitnehmen, wir wollten ihn überraschen, aber... Hält mir jetzt das Telefon an. Einfach nur spontan, einfach abholen. Aber René, wenn du das wieder siehst, wir denken an dich. Das ist nur für dich. Lass dafür ein Like. Hab euch lieb. Bis gleich. Einigermaßen drin. Also irgendwie hier so war ich auch schon mal mit René dran gewesen. Also wir suchen jetzt eventuell einen Eingang. Oh, 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 nee, das ist vielleicht nicht so gut. So ist besser. Ein Eingang zu einem Wohnhaus. Jetzt habe ich das Ding voll in der Fresse gekriegt. Oh. So, ein Wohnhaus. Ein verlassenes Wohnhaus steht schon, seitdem ich denken kann, also seitdem ich klein bin, steht das Ding leer. Also das heißt mindestens 25 Jahre, vielleicht sogar noch länger, steht das Ding oder ist das Ding leer. Ich weiß, ich bin mit René ja mal hier reingegangen. Wir sind nicht seitlich reingegangen, wir sind von hinten aus. Nee, doch nicht, wir sind von hier reingegangen. Genau, hier ist der Eingang. Dominik. Ja? Er spielt schon wieder nur mit Handy rum. Nein, stimmt gar nicht. Klar. Ich hab gerade eine Nachricht gekriegt, war sehr traurig so. Okay, also wir versuchen uns mal durch den Strupp zu ballern und dann holen wir euch gleich wieder, wenn wir drin sind. Hallo, wollt ihr noch jemanden? So, da ist noch eine Lampe. Hier an der Seite war nämlich eine Klingel. Das weiß ich nämlich noch. Wir wollten. Soll ich mal klingeln? Dann nochmal klopfen. Wo ist denn der Klingel hier? Ja, hallo erstmal. Das Licht halt, der Kollege. Oh, der geht nicht mehr. Was? Der geht nicht mehr. Der geht. Wollen wir mal eine Steckdose? Also wenn ich mir das ganze Haus angucke, würde ich sagen, hier geht ja nicht mehr. Aber man hängt da auch eine einwandfreie Glühbirne, Alter. Ja, ne? Die ist ja wirklich einwandfrei. Aber die Tür geht auch richtig schön smooth da auf. Und wir gleich über smooth zu tun, oder? Ja, ja. Spooky Haus. Hier unten ist sogar ein Keller. Hier waren wir nämlich nicht drin gewesen. Was ist das? Da muss ein Keller oder von der Treppe. Ich weiß nicht, wie eine Treppe ist. Ja, auf jeden Fall ist hier ein Loch. Ich drehe euch mal einfach um. Ich glaube nicht. Es ist dunkel. Oh, scheiße, nee. Was ist denn das? Nee. Zeig. Nee. Das ist ein Klo, ne? Nee. Kann ich euch nicht zeigen. Dann seid ihr alle richtig enttäuscht. Da bin ich über Gott. Was? Ja, ihr seid wirklich. Glaubt mir, ihr seid enttäuscht. Ich hab da gesagt, ihr sollt da nicht hingucken. Ey, aber komm, die Klobürste. Ja, die Klobürste ist der Hammer, Alter. Naja, gut, okay. Es war einfach wirklich nur der Staubsaugerraum. Sagen wir mal so, wie es ist. Oder für die bösen Kinder. Auf jeden Fall ist hier unten das Kellerabteil. Spooky! Da wollte ich nämlich auch noch mal gucken. Ich war zwar auch schon mal kurz unten so ein bisschen, aber mehr auch noch nicht. Naja, solange Jackie die Mörderpuppe nicht hochkommt, oder? Das wissen wir noch nicht. Was hier ist, Küche. Bleib unten, bleib, ja. Hier ist Küche. Alter, ist ja geil! Ja, man guckt da mal an. Hey, also, mach mal nicht so Lärm hier! Das ist jetzt wirklich, ne? Kaffeemaschine und Tassen Krass. Und alles und Untersetzer sind halt noch alle da. Ist und ja, das ist halt schon, wo ich sage, so alter Vater. Das ist. Besteck ist zwar nicht mehr da, aber. Das ist ja auch noch. Hallo. Aber hier, hier kannst du wirklich noch Kaffee kochen, ne? Kaffeefilter. Oder kannst du als Maske nutzen? Ja. Alter, liegt da sogar noch ein Löffel! Löffel, Quett irgendwo! Was ist da denn? Ja, Kaffeefilter! Kannst du noch mehr Kaffee machen? Was ist denn? Hat ihn eine Wand durchgebrochen? Ja, hier muss man ein Durchgang gewesen sein. Und warum Kaffeefilter? Weil hier haben sie nämlich irgendwas zwischengebastelt. Weil das ist, da muss eine Durchreiche gewesen sein. Hm. Hier sind überall Kaffeefilter drin.
Ja, also wahrscheinlich nicht mehr schon Kaffee zu Hause. Achso. Ah, da hat die Kaffeemaschine, ey, kann ich sehen. Was nehmen wir? So, was denn? Hallo, Claudio? Hä? Eklig, nicht mehr, wa? Eklig. Da oben ist auf jeden Fall zum Abschließen noch gewesen. Alter! Der Ball passt. Entschuldigung. Bleib uns, seid ihr. Alter, der kommt mit dem Boot, ey. Ey, die Lampe ist ja geil. Erstaunlich, also letzte Woche. Ja, Mann, jetzt spukt das schon die ganze Zeit, selbst die ganze Zeit, Alter. Das ist nur gruselig. Alter! Also, ich will mir einfach. Wir brauchen uns ehrlich. So, das ist ja Fernsehen, ne? Er ist schon hardcore. Kranker Bullshit, okay. Wasserkocher doch. Fenster, aber kick dir mal die Gardinen an. Ohne Scheiß. Die Gardinen sehen, finde ich persönlich gesagt, dafür, dass das lost ist und die Fenster offen sind, immer sehen die immer noch wirklich gut aus. Lass die mal im Chlor einlegen, dann sind die wieder niegelnagelneu weiß. Meine Mutter würde sich freuen. Beste Grüße gehen raus an Mutti. Nein, Mutti, wir bringen sie nicht mit. Wir bringen sie nicht mit. Ich fass die nicht an. Aber Mutti, du bist die Beste. Ich hab eine Nachricht. Oh. Wollte gerade sagen, René. Nee. Ein Foto. Alter, schöne alter Lampe mit zwei Elben. Hier, das ist das, wo wir beim letzten Lost Place waren. Alter, hier. Ist geil, ey. Entschuldige bitte, mein Kinder. Hier, das, was ich da unten letztens gesehen hat, hier bei dem anderen Lost Place, bei dem letzten. Da war auch so eine Lampe gewesen. Echt? Ja. So, da waren wir schon drin gewesen. Also wirklich ein kleines, feines Lost Place, ne? Also dafür, dass du schon so lange. Aber guck mal. Ich war mit René, waren wir hier, wir waren drin, wir waren noch oben. Wir haben die Tür geöffnet und waren oben. Ich will nicht wissen, warum sind da Steine. Aber Alter, die Tür bewegt sich. Ihr seht das auf dem Bild mal. Ah, jetzt hast du jemanden freigelassen. Das ist mir egal, ich will ja trotzdem da hoch, wa? Illumini Patri, Exili. Ich kann ja, ich hab Taschenlampe und eine Kamera in der Hand. Soll ich ihn auch nehmen? Oder der ist fest am Arsch dabei. Okay. Mir, nein! Nimm die Hand aus dem Arsch! Nein, flug. Hörst du bloß noch so? Schön, den Nummer. Oh Mann, der Dachboden, der sieht echt nicht gut aus, ne? Ja. Ja, ja. Schnell mal rüber, dass die Autos vorbeifahren. Schöne Rundbogenfenster. Oh, geil. Oben nur Absicherung, geil. Maler Scheiße. Gardine. Mal hier noch die Fensterbretter. Ah, guck mal, die neue Dachsteine. Ja, ja. Aber das sind nicht die verbaut sind. Doch. Hä? Ich würde was sagen. Hä? Warum? Aber warum sind da so eine und da so eine? Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. Kann mir das Ihnen mal erklären? Also ich sag mal, das weiß ich, das ist Biberschwanzentdeckung. Das ist so eine Kronenentdeckung. Ist okay. Finde ich ganz cool. Mag ich. Aber warum sind denn hier normale Dachstände? Ich bin nicht dabei. Vielleicht wetterseitig? Das kann durchaus möglich sein. Oder einfach neu eingedeckt und nichts anderes da gehabt? Ich weiß das nicht. Also da bin ich halt raus. Also das verstehe ich. Und falls mal ein Dachdecker zuguckt, einfach mal reinschreiben in die Kommentare. Ja, vielleicht hat es ja wirklich irgendwie früher so eine bestimmte Bewandtnis gehabt, aber das kenne ich persönlich gesagt nicht. Kann ich nur wieder rumgehen. Ich will ja durch die Latte, ich hoffe nicht. Oh, das ist ein alter Schrank. Schön, 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 schön. Ja. Aber ich habe noch gar nicht den Schornstein gesehen. Also zumindest den unten. Ich wollte sowieso gerade sagen, wo ist eigentlich der Schornstein? Normalerweise haben noch so einen alten Häuser immer einen Schornstein drin. Ja, genau. Aber jetzt, wo du saßt, habe ich ihn auch gesehen. Hier die Gardine meinst du, jetzt habe ich die okay gesehen. Ja, hier war. Also, oh, hier ist ein Ausgang. Oh, hier stand so ja ein Ofen, ne? Das ist ja faszinierend. Kannst du euch erzählen, dass hier oben einer wirklich gepennt hat, oder? Naja, aber auf jeden Fall Warmbereich. Ja, du weißt das nicht, keine Ahnung. Also früher kenne ich ja mal so, hast du mal Häuser gehabt, wo du unten deine Tiere mitbewirtet hattest und du hast oben dann halt geschlafen. Naja gut, aber so sieht mir das Haus jetzt nicht aus. Nee, gar nicht. Also wir gehen ja dann mal hier, guck mal, da kannst du ja noch raus. Da ja, geht's ja noch weiter. Gesehen, ja, da hab ich schon gesehen. Da gibt's nämlich noch einen Anbau. Aber kurze Frage, das hat mich schon, das fragt mich schon seit Jahren. Warum jetzt das Robert eigentlich? Ich hab das bis heute noch nicht verstanden. Das habe ich schon ganz viele älteren Häuser mal gesehen. Also ganz ehrlich, hättest du mir jetzt nicht gezeigt, wer hat mir ein Jufel fallen lassen. Weil nämlich da hast du sowas? Ja. Aber hier bitte so ein schönes Ding nicht mehr.
Und dann hast du halt sowas hier. Aber für was ist das gut gewesen? Auf jeden Fall ist das ein Metallbecher. Metallbecher haben immer was mit Feuer zu tun. Ja, hab ich jetzt behauptet. Aber Feuer unter einer Fensterbank aus Holz ist natürlich ein bisschen unnütz. Oder, komm mal kurz her. Aber nee, das hat ja hiermit nichts zu tun, oder? Weil das ist ja auch so ein Metall. Guck mal auf der anderen Seite. Ist das da hoch? Nee. Aber doch, hier kommt auch so ein Ding unten raus. Guck mal da. Ja. Aber vielleicht für Feuchtigkeit? Genau. Wenn das einer von euch weiß? Schreibt er denn in die Kommentare. Ja, ist einfach. Dann wissen wir das nämlich auch. Und das nächste Mal können wir euch dazu ja auch erzählen und beibringen. Ja! Komm, wir haben alle was davon. Mach mal. Genau. Ihr könnt doch so einfach sinnlos irgendwelche Sachen unterschreiben. Zum Beispiel, hat euch gefallen. Macht weiter so. So, jo. Ich wusste es. Bist du ein Spinnnetz in die Rand? Ja. Ich bin da irgendwie gerade da durchgegangen. Nee, bist du anscheinend in der Höhe runter. Ja, ich gehe wieder einen anderen Weg. Ich bin ein paar Zentimeter größer als du. Ja, ich bin anscheinend ein bisschen kleiner. Also. Ich gehe wieder den Weg, der war schöner. Zack. Ganz einfach. Ja. Wir gehen mal dann auch gleich mal raus. Dann zeigen wir euch mal draußen das Grundstück. Das sieht nämlich auch ganz interessant aus. Also wir sehen uns dann gleich wieder. Also für euch ein paar Sekunden, für uns ein paar Minuten. Was geht? So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier lang, wa? Weil hier lang war halt irgendwie am interessantesten, möchte ich behaupten. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Weil hier kommen wir nämlich auch zu dem anderen. Genau, war ja. Okay, oh, scheiß Brennnesseln. So, Sinn macht hier. Ach, das kommt so. Ja. Da kann ich packen gehen. Wie, nee, musst du? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich wollte gerade sagen, hättest du schon längst was gesagt. So, und hier müssen die Schweineställe gewesen sein und hier stand auch mal ein Ofen. Zumindest ist da oben was zum Reinigen. Aber ein schöner Klappstuhl. Lass uns den Klappstuhl ausgraben. Mhm. Aber guck mal, die haben sogar schon Starkstromsteckdosen gehabt. 16 Ampere. What? Stallig. Ich hab Morgen. Aber da geht's nicht um. Das sehe ich jetzt auch erstmal. Wir waren ja bloß mal ganz kurz hier. Alter, was sind denn für diese Tonnen? Die Kackatonnen. Die Kackatonnen. Für die Plumpsklo. Die Kackatonnen. Ach, die Tonnen. Oh, das ist Öl. Das ist Heizöl. Oh. Oh. So, kurz gucken. Oh, hier ist sogar noch was drin, war in den Dingern. Ja, da ist irgendwas drin. Ja, sag jetzt schon. Das ist ja geil. Warte mal. Ich hoffe, das kommt so rüber, wie wir es auch hören. Ah ja, das ist. Das riecht ja Benzin. Du weißt ja, was das sein könnte? Das könnte das Haus von dem Bauern hier gewesen sein. Das ist Benzin. Ja, würde ich auch definitiv sagen. Und das wird bestimmt hier von den Bauern hier, von den Feldern, das die wissen sein, und da hat er sein Benzin gelagert. Das ist aber schwarz. Ja, du, wir wissen, wie lange das hier schon steht. Aber obwohl, das hättest du ja eigentlich schon nicht verflüchtigt, oder? Das ist wirklich Öl. So, es könnte aussehen wie Öl, aber es riecht nicht so direkt nach Öl. Puh. Oder Zweitaktbenzin. Wird auch mit Öl gemischt. Zweitakt könnte auch sein. Aber es riecht da nach Zweitakt. Also da bin ich ja doch relativ überfragt. Da brauche ich jetzt René. René, du bist ja nicht da. Ja. Du wärst doch was. Ja, du bist wieder Moppelfahrer. Stimmt allerdings. Also alles mit alten Fahrzeugen zu tun hat, da ist er ja Profi. Wo ist das hier denn? In der Heimkeller, oder? Das muss ein Lagerkeller gewesen sein für Fleisch oder sowas, weil da müsste, also die haben ja früher immer so eine, naja, Keller kannst du das nicht nennen, aber auf jeden Fall so eine Kältebunker gehabt, wo sie halt das, die Lebensmittel lagern konnten. Genau. Krass. Ja, ist das nämlich. Das ist irgendwie auch so ein. Naja, ist das jetzt nicht. So ein bisschen, ja, mehr ist das nicht halt. Vielleicht nur eine alte Bananenkiste, irgendwie cool.
So, mehr haben sie hier nicht. Und das war es eigentlich auch schon wieder. Ja, so schnell war die Runde vorbei. Ja, war mal wirklich so ein kleines, schnuckliges Ding. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht was zum Fotografieren, aber wir wollten euch einfach mal zeigen. Wir wollten euch da einfach mal mitnehmen, ne? Ja, also war auf jeden Fall cool, ne? Also, jo. Wie gesagt, ihr kanntet ja schon, weil ich mit René mal hier war. Und wir haben es aber nie fotografiert oder gefilmt. Weil mir hängt so ein scheiß Asti auf dem Kopf. aber ist egal. Jetzt geht das ohne der Bildschirm aus. Verflucht. Na Mensch, Tipps. Aber ist ja nicht schlimm. Ja. Gut. In diesem Sinne, kleines, aber feines von uns. Lasst bitte gerne einen Like da und wisst ihr, abonnieren, das wäre ganz nett von euch. Ja, ansonsten danke ich auf jeden Fall schon mal eben mal ganz herzlich an alle, die auf dem Abo-Button mal geklickt haben und die Glocke aktiviert haben, die auch regelmäßig wirklich unsere Videos gucken und gerade jeden Mittwoch um 18 Uhr, alle zwei Wochen, wir versuchen, am Ball zu bleiben. Und denkt daran, guckt bei Tobi vorbei und bei Tino. Tino. Videobeschreibung könnt ihr ja mal gucken, einfach mal. Ansonsten hier irgendwo das alte Video vom letztens, also und ja, ihr macht das schon. Bis dahin, wir sehen uns. Tschüss. Bis bald. Ciao.